Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Das Jahr geht zu Ende, Weihnachten steht vor der Tür und ich wollte noch ein kleines Zwischenupdate zu meinem Buggy-Projekt euch mitgeben. Was ist hier passiert, was habe ich gemacht, welche Sorgen habe ich noch? Aber das Wichtigste in diesem Video, ich habe natürlich auch Weihnachtsgeschenke für euch. Zum Schluss, wie das funktioniert und was ich da zu verschenken habe, wirst du erfahren. Jetzt aber ganz kurz zu meinem Buggy-Projekt. Wie man sieht, ist der Motor raus. Zum Glück ist er auch rausgekommen, also das hat ordentlich gepasst, da hatte ich keine Schwierigkeiten. Der Motor ist jetzt beim Steven und der Steven, der hat Plan und wird den Motor quasi cleanen. Also der wird alles Unnötige, was wir nicht brauchen, entfernen. Er wird reingucken, was ist da für eine Kupplung drin, brauchen wir eine verstärkte Kupplung und so weiter und so fort. Da wird es Updates geben, aber der Fokus geht natürlich hier auf das Fahrzeug, das Schweißen, weil wir sind ja ein Schweißtechnik-Kanal. So. Interessant ist, ich fühle mich hier, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig pudelwohl. Ne? Okay, ich habe jetzt auch eine Sporthose an, aber ich fühle mich hier richtig wohl und es dreht sich, es funktioniert und ich bin einfach nur glücklich. Ja? Gestern Abend habe ich halt sehr lang geschaut mit der Lenkradposition. Ich kann das sogar verstellen. Das habe ich mir auch nicht erträumen lassen, dass ich das so mache. Aber ich kann es sogar verstellen, wie ich es brauche. Das ist natürlich ein abnehmbares Lenkrad, damit ich ohne Probleme aus- und einsteigen kann. Weil platztechnisch, ich führe euch das einmal vor, ist nicht so die Welt hier drin. Ja? Da musst du schon akrobatisch sein, um rauszukommen. Und wenn ich mal schnell rein will, dann muss ich den hier machen. Quasi, ne? Und wenn jetzt hier noch ein Lenkrad wäre, wäre das nicht so einfach. So, das Lenkrad habe ich natürlich hier ordentlich verschweißt. Die ganze Aufnahme ist jetzt erstmal gepunktet, aber wichtig war dieser Dorn, Anschweißdorn. Den habe ich ordentlich hier mit Wick verschweißt. Ich wollte es ordentlich haben. Man sieht, schön aufgebaut. Also das ist forever. Ja, das wird nicht so schnell abgehen. Und da bin ich schon glücklich mit. So. Lenkradposition, denke ich, müsste noch circa einen Zentimeter runter. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Sitz hoch, höher machen will ich nicht. Ich möchte das Lenkrad hier haben, aber das ist jetzt schon ein Ticken zu hoch. Ich müsste einen Zentimeter runter. Das soll ja ziemlich bequem und angenehm sein. Genauso wie die Pedalebox, die jetzt da reinkommt, die zeige ich euch jetzt einmal und zeige euch die Position, wo die hinkommt. So, hier sind unsere Druckbehälter, nicht die Behälter, sondern diese, wie nennt man das? Die Druckzylinder, die wir brauchen, einmal für die Kupplung, einmal für die Bremse. Hier ist ein Gaspedal, hier werden wir natürlich das E-Gas benutzen. Wir müssen hier noch den Potentiometer einbauen, müssen wir gucken, wie wir es machen. Aber das Ganze kommt hier rein und sitzt dann später hier so. Ja? Und ich hatte echt Sorge wegen Platz, aber jetzt, wenn ich mir das jetzt so anschaue, wird das richtig gut funktionieren. Hier kommt natürlich auch ein Unterboden rein. Ich habe überlegt, auf diese Rahmenkonstruktion 1 mm Blech ordentlich aufzulegen, das sollte langen. Die Idee war vielleicht ein gelochtes Blech, dass wenn Schmutz, Wasser reinkommt, dass es auch wieder raus kann. Das müssen wir schauen. Auf jeden Fall ein ordentliches Bodenblech. Und was wichtig war, dass viele gesagt haben, ihr passt auch hiermit. Ja, wenn das mal bricht und irgendwo hinfliegt, das kann dir den Ellbogen oder den Arm weghauen. Also sehr gefährlich. Also habe ich hier noch einen Rahmen gezogen und dieses Rohr wird nochmal hier rüber abgefangen. Das wird alles verkleidet sein. Man wird hiervon nichts mehr sehen und dann bin ich schon geschützt. So, viele Punkte, wo ich mir noch nicht sicher war, werden jetzt komplett abgeschweißt. Und was ich heute noch überlegt habe, ich habe ja hier ein kleines Problem, Platzproblem mit meiner Lenkung und mit dem Abstand von dem Stoßdämpfer. Das ist jetzt aber auch alles vorübergehend. Thema ist hier, der Reifen müsste hier stehen. Ja, circa 2-3 cm. Also die Adapterscheiben, die hier drin sind, werden andere reinkommen. Und dann habe ich diese 2-3 cm, die ich brauche, um hier nicht mehr absolut sicher zu sein, dass ich nicht mehr gegen den Rahmen komme.
dass das mit der Lenkung passt und die stehen noch ein Stückchen weiter aus. Das wird auch für die Optik, ich denke auch für das Fahrverhalten richtig gut sein. Was passiert als nächstes? Ich muss jetzt dieses Steuergerät besorgen, ein frei programmierbares Steuergerät, damit wir mit dem Motor weitermachen können. Dann habt ihr sicherlich das Video gesehen, Safari TT beim Philipp Kess. Und der hat mir ein paar Sachen mitgebracht, wie den Wasserkühler. Genau, was ganz interessant sein wird, der hat gesagt, Igor, ich bring dir keinen fertigen Ladeluftkühler, den wirst du schön selber bauen. Ihr seid Schweißtechnik-Kanal und ihr müsst das machen. Und da habe ich gesagt, natürlich machen wir das selber. Und wie gesagt, werden wir das Ding hierhin bauen. Genau, das Ding werden wir hier hinbauen, unsere eigenen Zugänge, Abgänge bauen. Das wird sicherlich nicht ohne sein. Das wird spannend. Ich denke, der eine oder andere von euch will das sicherlich auch mal machen und das könnte interessant werden. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt, die Abgasanlage. Die Idee aktuell ist folgende. Hier sitzt der Motor, hier ist der Turbolader und hier wird dann die Downpipe runtergehen und ich denke, dass wir hier, ich muss noch mal schauen, ob wir von hier, hier, wir werden auf jeden Fall mit einer Sidepipe hier rausgehen. Ja? Also was Cooles bauen und ungefähr hier an der Stelle, ich weiß noch nicht, ob es hier ist oder ob das hier aus diesem Seitenteil rauskommt. Ich glaube, es würde richtig cool aussehen, wenn wir hier eine richtig schöne Sidepipe haben, entweder hier unten oder hier an der Seite. Das müssen wir dann gucken. Der Sound muss stimmen. Und Leistung, Funktion muss alles gegeben sein. Aber ich denke, da ist der Marcel von MH Pipes genau der Richtige. Und ja, jetzt gibt es halt noch viele Punkte, die ich noch abschweißen muss. Man sieht, hier ist einiges noch leer. Hier müssen ein paar Verkleidungsstücke rein. Also ist noch eine Menge Arbeit. Aber ich freue mich schon auf die erste Fahrt. Und jetzt kommen wir zu den Geschenken, meine liebe Schweißtechnik-Freunde. Und was habe ich da für euch vorbereitet? Wir werden es klassisch machen, wie wir es immer machen. Ihr müsst fleißig kommentieren, was euch so auf dem Herzen liegt, Vorschläge, Verbesserungen und so weiter und so fort. Und ich werde einfach aus den Kommentaren mir drei glückliche Gewinner raussuchen. Und dann gibt es einmal einen Optrell Neo Helm aus der Schweiz, was richtig fein ist. Da kannst du dich schon sehr drauf freuen. Ist kein, ich sag mal in Anführungszeichen, günstiger Helm. Dann habe ich hier auf jeden Fall, ich denke, das ist auch vielen bekannt, so richtig schöne Weltborn-Handschuhe. Ja, die werden auch ihren Gewinner finden. Finde ich sehr nice, habe selber noch nicht getragen, aber ähnliche. Und was braucht man immer? Man braucht ja immer Wolfram-Elektroden. Goldene 10er-Pack, 2-4er bekommst du auch. Deswegen fleißig kommentieren, Daumen hoch. Und ja, ich wünsche euch vor allen Dingen Gesundheit, Liebe, ein schönes, sorgenfreies Leben, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Ich habe euch ganz, ganz doll lieb. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.